Bands unter dem Motto »Italienische Gefühle« stand es bereits zum vierten Mal stattfindende Treffen der motorisierten Wespen auf zwei Rädern. Und auch diesmal stand der wohltätige Aspekt und vor allem ein Mann, der dies alles ermöglicht, wieder ganz voran. Ja, wir haben diesmal ein 5-jähriges Mädchen als Spendenkind, eine Bruckerin, die ist im Rollstuhl. Und wir haben der Familie versprochen, wir verwenden uns für den guten Zweck. Und wir hoffen, dass viel hereinkommt. Und ich möchte Danke sagen, dass so viel mitgemacht haben. Ich glaube, es ist ja relativ viel Vorarbeit notwendig, damit man sowas organisiert. Ja, die Vorarbeit, die macht man ja gern. Wir machen das für einen guten Zweck. Und wir wollen ja helfen. Wir und unser Team natürlich. Und wenn man da schaut, wie viele Leute hast du nach Bruck gekommen, wir haben sehr viele Nächtigungen, dann muss man sagen, es zahlt sich aus. Wenn man mit einer Vespa unterwegs ist, wie unterscheidet sich das Fahren mit einer Vespa von einem anderen Motorrad? Ja, mit der Vespa, da ist man eben cool unterwegs. Die Vespa, die hat sich so richtig durchgesetzt seit 1950 und das ist eigentlich ein italienisches Kultfahrzeug und wird immer mehr angenommen. Aus fast allen Bundesländern Österreichs, der Schweiz und Italien sind sie gern gekommen, um einerseits zu helfen und andererseits die Gastfreundschaft sowie die Landschaft rund um Bruck mit ihren Wespen auf zwei Rädern zu erkunden. Zum Vespa-Treffen nach Bruck extra ein Gast aus der Schweiz angereist, der Uwe Knopp. Ja, genau. Als Ehrenmitglied von euch ist das für mich ganz klar Ehrensache. Also das ist, ja, das gehört sich für mich so. Du bist ja mehrere Tage da. Wie gefällt es dir da in Bruck und Umgebung? Sehr schön, habe noch nicht alles gesehen, aber ich werde sicher wiederkommen nächstes Jahr, wenn es wieder ein Treffen ist. Und da bin ich ja ganze Wochen da. Ja, und was schön ist, du hast ja wieder für die Benefizgeschichte 400 Franken, glaube ich, hast du mitgebracht. Einmal die 400 Franken, zum Zweiten gibt es einen Sattel, wo von meinem Sattler gemacht worden ist, wo man ersteigern kann. Da geht es bei 150 Euro, ist Startbeginn, wo dann auch alles zugunsten deiner Stiftung kommt. Begeistert von dem Treffen, aber nicht nur die Teilnehmer, auch die Vertreter der Stadtgemeinde erkennen die Wichtigkeit dieser Veranstaltung und sind über die Initiative des Brucker Vespa Clubs sehr erfreut. Ja, es ist sehr wichtig und es freut mich natürlich auch, dass immer wieder die Sonne scheint, wie natürlich im Süden unser Flair auf unserem schönen Brucker Hauptplatz, die Vespas und die Vespitis, es ist ganz grandios. Ich freue mich über dieses bunte Bild, dass dieses Kultfahrzeuge bei uns so einen Stellenwert haben und bedanke mich natürlich bei Peter Harrer und dem Vespa Club in Brucker, dass sie das immer wieder organisieren. Ich glaube, es ist jährlich ein Highlight. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von den Palatschinken, die wie viele jede Menge Bock auf Rock hatten, sowie Bernd Kurek und Mandy Oberle, die italienische Balladen gekonnt zum Besten gaben. Der Jürgen Papst aus Kumberg liebt die schnellen Vespas. Ja, eigentlich schon. Ich baue meine Vespa selber und bin heute Gott sei Dank hier bei dir, Peter. Ja, und was machst du mit der Vespa genau? Wenn du jetzt die Vespa kaufst, du frisierst das auf? Also ich baue so ziemlich alles um. Wie gesagt, fange bei der Karosserie an, verändere die Karosserie, beginne Motor zu tunen, baue Fahrwerk um, Bremsen, Felgen, alles was eigentlich irgendwie möglich wäre, einfach das Gerät einfach geil zu machen. Der Fred Burianek aus St. Pölten ist mit 7 Leuten zum Vespa-Treffen angereist. Schaut gut aus. Schaut super aus, ein Traumwetter. Ich bin schon das dritte Mal da. Ein paar von uns sind schon zweimal da jetzt. Wie gesagt, jedes Mal eine Traumveranstaltung. Super Veranstalter. Wahnsinn, alle Jahre. Thomas,
ich muss dir Danke sagen. Du bist mit einer großen Gruppe von Leibniz und von Graz gekommen. 37 Vespas an der Zahl. Einfach super, muss ich sagen. Aber du hast da 805 Euro mitgebracht für einen guten Zweck. Wie ist dazu gekommen? Ja, lieber Peter, du weißt ganz genau, wir machen einmal im Jahr unsere Vespa-Glühweinfeier. Und wir haben gehört von deiner Geschichte. Für einen guten Zweck haben wir immer was übrig, wie du weißt. Wir haben spontan eine Verlosung gemacht und wir haben gesagt, das ziehen wir durch, das übergeben wir an Peter bei seinem Brucker-Treffen. 805 sind zusammengekommen und es freut uns, dass wir das heute dir übergeben haben dürfen. Und es gab viele, die bei dieser Aktion mithalfen, sodass auch heuer wieder ein ansehnlicher Betrag zustande kam. Und wie viel der kleinen Olivia übergeben werden kann, wird demnächst bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Der Hauptpreis aus dem Losverkauf, nämlich eine nagelneue Vespa, ging diesmal nach Hitzendorf bei Graz. Auf einem Plakat, eine Musikgruppe spielt auf und nennt sich Stromlos. In Zeiten wie diesen fast nicht auszudenken. Aber was steht da dahinter? Die Begeisterung, mit dem Naturinstrument zu spielen, oder sind es andere Gründe? 6 Gitarren haben sich zusammengefunden, um mit den Naturinstrumenten der Konzertgitarre umzugehen. Und man lauscht gespannt, denn das ist heute schon fast eine Seltenheit. Ja, der Name ist Programm. Also wir haben uns gedacht, es ist oft so bei Live-Musik, dass die zwar schön ist, aber laut. Und da ist die Idee geboren worden, dass wir einfach unverstärkt spielen. Und das haben wir dann im Namen gleich niedergelegt, simpel stromlos, einfach unverstärkt, 6 Gitarren und ein Cajon. Und das ist eine Musik, die halt einfach so als Hintergrundmusik tauglich ist. Man kann daneben reden und das macht gute Stimmung. Aber es hat ja auch den Charakter der Konzertgitarre. Ja, es sind lauter akustische Gitarren, Western-Gitarren in unserem Fall. Und die haben halt so einen eigenen Klang, der sehr angenehm ist im Ohr und nicht zu laut. Fünf Damen und 2 Herren. Es ist einfach eine romantische Zusammensetzung. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Wir kennen uns von der Gitarrenschule Music for Fun. Die haben wir gemeinsam besucht, der Großteil von uns. Und dann ist die Idee entstanden, dass wir nicht nur im stillen Kämmerlein unsere Proben abhalten, sondern dass wir einfach auch einmal in die Öffentlichkeit uns wagen. Und so haben wir die Idee geboren und haben bei kleinen Geburtstagsfeiern begonnen. Und dann haben wir uns auf die Suche nach einem Namen gemacht. Und da ist dann eben die Idee geboren, dass wir ohne Verstärker, das ist ja unser Motto, ohne Verstärker spielen. Und so wurde der Name simpel stromlos gefunden. Man kann sich ja heute davon überzeugen, wie romantisch das alles klingt und wieder mit sich selbst Freude haben, so musizieren zu dürfen. Sie sagen es macht uns Spaß. Wir treffen uns in unterschiedlichen Abständen, je nach Aufführung. Aber die halten sich in Grenzen, weil wir einfach auch anderweitig engagiert sind und viele von uns berufstätig und auch Kinder haben. Aber soweit es die Zeit zulässt, spielen wir gerne bei öffentlichen Auftritten. Yeah.
wunderbarer Zeitvertreib. Sie sagen es, es ist ein schönes Hobby, es schweißt uns auch zusammen, es ist ja ein schöner Ausgleich zur Arbeit und es macht Freude. Hier in Bruck an der Mur, in der großen Arena des Freibades, wird musiziert und alle Stilrichtungen haben hier Platz. Ein Spielefestival, das Jahr für Jahr von Erfolg gekrönt ist. Es wird gespielt am Strande der Mur, noch fließt sie ruhig dahin in den Süden und wir können in den verschiedensten Positionen Spiele auch ausüben. Spiele stärken den Wettkampf, Spiele stärken den Charakter und Spiele verstärken auch die Lebenslust. Ja, wir veranstalten am Samstag unser Spielefestival und wir laden alle recht herzlich ein, dass sie um diesen Tag auch kommen. Also ob das jetzt Kinder, Jugendlichen, die komplette Familie, wir haben Spiele von 3 Jahren angefangen bis 99 Jahren. Also es kann alles gratis durchgespielt werden, getestet werden. Wir haben Neuheiten, ganz tolle Sachen. Also es wäre wirklich super, wenn die Familien hier vorbeikommen und spielen würden. Die Neuheiten würden uns interessieren. Ja, es gibt immer wieder die Klassiker. Also wir haben Geschicklichkeitsspiele, also das fängt an von den alten, von den Nerf-Produkten, was für die Kinder sind. Es gibt zum Beispiel von Deflox, das sind Bausteine, also ganz eine liebe Idee. Das sind kleine Bausteine, Ziegelbausteine, echte Bausteine. Und die Kinder können hier Gebäude zusammenbauen. Und der Clou dabei ist eigentlich, dass das ein Mörtel ist, der was auf Maisstärke aufgebaut ist, also er ist wasserlöslich und Sie können das wieder quasi auflösen und wieder neu bauen. Also das ist eine ganz liebe Idee für Kinder, wo sie spielen können. Haben Sie schon genügend Anmeldungen? Unsere Veranstaltung ist frei, also es braucht sich keiner anmelden. Jeder kann kommen. Es ist immer das Problem, wenn es zu warm ist, sind die meisten im Bad, gell? Also die Mischung zu finden. Und wenn es regnet, haben wir auch ein Problem, aber dann siedeln wir ins Dachbodentheater rauf. Was psychologisch bringt diesen Spieltag, Spielefest? Ja, die Spielefreunde Österreich, wo ich der Obmann bin, haben eigentlich eine Aufgabe, dass wir das Spielen weiter vermitteln. Also das ist, Spielen ist ein Urinstinkt und ganz wichtig. Also ohne Spielen würde die Intelligenz verkümmern, sage ich jetzt einmal. Also es gibt Versuche, Tierversuche. Und auch heute in einer großen Tageszeitung steht auch drinnen, dass die Ärzte schon warnen davor, dass Kinder, die was nur Computerspiele spielen, verkümmern. Quasi, gell? Weil ohne Spielen würde es keine Bildung geben, weil diese Verknüpfungen, was man durch ein Spielen lernt, diese Strategien, was man lernt, gell? Das ist so wichtig. Die bisherige Erfahrung, es gab ja diesen Spieletag, dieses Spielefestival schon öfter. Es ist so, das ist ein Zukunftsprojekt auch für Bruck, gell? Also wir veranstalten ja nicht nur diese Spielefestival, sondern auch Veranstaltungen für Ausscheidungen, für wirkliche Brettspielmeisterschaften, ob das Saboteur, ob das jetzt für Catan ist. Also da gibt es auch Weltmeisterschaften dazu. Also das wäre schon der nächste Schritt, dass man einmal in die Spielezene reinkommt und danach diese Spiele auch perfektioniert. Da kommt es darauf an, habe ich jetzt mehr Strategiespiele, aber auch Fun-Spiele. Aus der Erfahrung kann man sagen, die Motivation hat bisher funktioniert. Die Motivation hat funktioniert. Also wir haben ja alle 14 Tage auch einen Spieleabend bei uns in Bruck und man sieht, da kommen Leute von Spital am Semmerung, von Trofeiach, wir haben Studenten von der Montanuni. Gell? Also in Bruck und in Kapfenberg könnte das noch mehr werden. Das ist aber noch immer ganz wichtig, die Mundpropaganda. Wenn man mal dabei ist und kommt,
gell, und mitspielt. Also die Spieleabende sind ganz wirklich ungezwungen, man kommt hin. Wir haben dort eine große Auswahl von Spielen, die werden auch immer wieder neue Spiele vorgestellt und jeder kann sich was aussuchen, an welchem Tisch er sich sitzt und einfach diese Spiele probieren. Es sieht alles spielend leicht aus, aber es steckt doch sehr viel dahinter. Ja, man darf nicht vergessen, also ich bin auch bei diesen Spielemessen in Nürnberg und in Essen, also wenn man dort sieht, was das für ein Wirtschaftszweig ist, dass da jedes Jahr über x-tausende Spiele rauskommen, gell, verschiedene, gell, dann sieht man, es ist ja ein Wirtschaftszweig, also wenn ich hernehme, Monopoly, wurden 270 Millionen Spiele verkauft und es gibt wirklich diese Denker, also auch das Spielen, also neue Spiele, wenn ich jetzt hernehme, also diese kommunikativen Spiele, wo man gemeinsam gegen Spiel spielt, hat ja auch Hintergrund. Also man könnte jetzt auch Spiele für die Umwelt produzieren, man könnte Spiele für so gesellschaftliche Gemeinspiele, dass man gemeinsam irgendein Ziel erreicht. Gell? Also da ist es sehr viele Know-how dahinter. Die kurze Sommerpause ist für die Fußballer zu Ende. Die Vereine befinden sich schon in der Vorbereitung für die neue Saison. Wir haben im Brucker Murinselstadion beim SC Stadtwerke Bruck Mur vorbeigeschaut und uns umgehört, was es neben den Ab- und Neuzugängen im Verein sonst noch Neues gibt. Andreas Abel beim SC Bruck hat sich einiges getan. Das Fenster der Transferzeit ist ja geschlossen seit Montag, aber man hat 7 Abgänge verschmerzen müssen und 4 Neuzugänge. Wie schaut's aus? Ja, wir haben 4 Neuzugänge. Da darf ich gleich anfangen mit einem Heimkehrer, mit dem René Baumgartner, der hat schon mal bei uns in Bruck gespielt. Den haben wir zurückgeholt. Ja. Sind wir ganz glücklich, dass er wieder da ist. Ja. Dann im Brian Krikic von Leoben. Passt gut zu uns rein. Sind wir sehr froh, auch, dass er bei uns spielt, weil das fußballerisch natürlich ein Wahnsinn. Und da David Harrer, brauche ich glaube ich nicht erklären, Bundesligist gewesen bei Wiener Neustadt. Hat sich entschlossen, bei Bruck eine Saison einmal zu spielen. Und wir sind total happy, dass wir ihn gekriegt haben. Und der vierte Zugang ist Tim Heinemann, der ist aber momentan leider verletzt mit einer Rippenprellung. Ja. Ja, David Harrer ist in Bruck gelandet, ist ja ein alter Bekannter im Fußball, war schon in Kapfenberg, war in Wiener Neustadt und du willst natürlich den Bruckern helfen. Ja, sicher. Also Bruck hat sich bei mir gemeldet und also wie sie sich gemeldet haben, war mir eigentlich klar, dass ich den Schritt machen möchte, weil es doch in ein Alter kommt, wo ich da an eine Karriere nach dem Fußball denken muss und da bietet Bruck, glaube ich, ein gutes Standbein hat. Und ja, jetzt freue ich mich auf die Saison. Du kommst ja aus einer Fußballfamilie, der Papa hat in Leoben gespielt und der Name Harrer bürgt ja nochmal für Qualität. Ja, der Papa war sehr erfolgreich in Leoben, seine Master waren damals, oder hat seinen Aufstieg von der zweiten Liga in die Bundesliga und ja, bin schon stolz, dass er das geschafft hat. Ja, und du wirst natürlich auch wieder Zuseher aus der Breite nachbringen. Ja, hoffentlich, dass ein paar kommen und uns unterstützen, weil wir werden schon ein paar Fans brauchen. Ja, ich wünsche dir alles Gute da in Bruck. Danke. Wie schaut es mit den sportlichen Zielen aus in der neuen Saison? Ja, das sportliche Ziel wird sicher sein, Ligaerhalt, ja, nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir haben 5 Junge von der KM2 in Kader hineingezogen. Das heißt, mit den 4 Neuzugängen haben wir 9 neue Spieler. Ja. Und das Ziel ist sicher ein mittlerer Tabellenplatz. Was natürlich toll ist, jetzt hat man mit dem Erfolg da der jungen Mannschaft, der zweiten Mannschaft, mit dem Aufstieg in die Unterliga, ist eine gute Geschichte. Da werden die Jungen schön gefordert.
Ja, wir haben Gott sei Dank das Loch ein bisschen zumachen können, gell, weil es war ja doch, wir waren Landesliga und die zweite Mannschaft erste Klasse. Dann sind wir Meister geworden, sind wir in die Gebietsliga aufgestiegen und sind sofort durchmarschiert in die Unterliga. Und da haben wir das Loch Gott sei Dank stopfen können. Und natürlich für uns ist wichtig, zweite Mannschaft, die Entwicklung, dass wir viel Landesliga Spieler rauskriegen einmal, einfach einmal. Ja. In Bruck gibt es einen neuen Torwarttrainer und das ist ein alter Bekannter, ein großer Mann des Fußballs, Ex-Sturmtormann Kasimir Sidorczuk. Wie ist denn dieser Deal zustande gekommen? Ein bisschen Zufall. Ich war bei 100 Jahre Kapfenberg. Da hat mich gefragt, der sportliche Leiter von Bruck, was mache ich? Ich habe gesagt, ja, momentan nichts. Kannst du uns helfen? Weil ich bin viel helfen hier, ich bin nicht zuständig, ich habe keinen Vertrag. Ich habe gesagt, okay, wir können reden. Dann haben wir sofort Sonntag telefonieren. Dienstag war ein Gespräch mit dem Vorstand. Hat zustande gekommen, das Deal. Deal ist, ich helfe noch einmal. Ich bin zweimal pro Woche da. Ich helfe die Torleute ein bisschen besser. Die kennen besser, auch hier, der kann besser sein. Ich auch, für mich physisch ein bisschen auch. Ich habe Pause gehabt von Profi, aber ich etwas wollte machen. Dieses Verein hat Esther gekommen zu mir, darum mache ich hier das Training. Ja, du hast im Fußball sehr viel erlebt, hast auch Champions League gespielt. Was war denn dein schönstes Erlebnis überhaupt mit dem Fußball? Ja, das Erlebnis war vorher war sicher diese Nationalmannschaft in Polen, weil das ist etwas Besonderes. Ich habe nicht so viele Spiele, aber 14 Spiele offizielle, dann war er auf der Bank. Oder Nationalmannschaft B zum Beispiel, das hat nicht schon diese Team 1 gehört, aber okay. Ein paar Mal auf der Bank. Sicher die schönste Zeit war im bei Sturm. Ich habe 20 Jahre Profi, 8 Jahre Torwarttrainer, 28 Jahre nur Fußball. Irgendwann ist zu viel. Dann habe ich gebraucht Pause. Jetzt langsam wollte ich auf frische Luft, schönen Platz, ein bisschen trainieren. Ja, ich wünsche dir jedenfalls mit unserem Team alles, alles Gute und viel Spaß in Bruckmoor. Danke. Es ist die Faszination des Motorsports, das wohl alle in den Bann zieht, vor allem wenn die Möglichkeit besteht, hautnah am Geschehen dabei sein zu können. Am 17. und 18. August findet auf dem Red Bull Ring das Rupert Hollaus Gedenkrennen im Rahmen der Racing Days 2019 statt. Und was damit die Lebenshilfe Bruck Kapfenberg zu tun hat, erfahren Sie in unserem Beitrag. Wir sind ein Motorsportverein aus Steyr in Oberösterreich. Machen seit 13 Jahren das Rupert Hollaus Gedächtnisrennen, immer am Red Bull Ring, und einer unserer Statutenpunkte ist, immer etwas Karikatives zu tun, und die engen Kontakte zu Andreas und auch hier zu den Behinderten ist uns eine enge Freundschaft entstanden, und wir laden gerne wieder ein, beim Rennen hier ins Fahrerlager zu kommen, Tribünenplätze einzunehmen, Weltmeisterautogramme einzusammeln und unsere VIP-Gäste zu sein. Das ist einfach eine schöne Aktivität, wo man einfach auch was Karikatives und was Gutes tun kann für Menschen, die es nicht so gut geht wie uns. Veranstalter Wolfgang Stroppeck überreichte die Tickets an Maria Gruppauer von der Wohngruppe Törl Flux. Ja, es ist eine gute Möglichkeit, dass wir dabei sein können. Wir sind froh, dass wir diese Karten gekriegt haben. Ich bin der Organisator vom Rupert Hollaus Gedächtnisrennen. Die Racing Days am Red Bull Ring, die was am 17. und 18. August nach der MotoGP stattfinden. Ich bin mein ganzes Leben Rennen gefahren, also Solo und Seitenwagen. Nur ich bin gefahren auf der Isle of Man, Touristhofe, auf der Insel Man in England. Mit also Solo schon mal 69 und dann mit Seitenwagen bin ich zweimal gefahren. Und auf meinen alten Tag bin ich jetzt voriges Jahr noch gefahren auf der Insel Man bei den Klassikern. Und habe mich dort noch
klassieren können und ich bin stolz drüber. Ja. Motorspielring. Der Ring auch von am 18. bis 17. Wir sind zum 16. Hohl aus Gedächtnisrennen eingelohnt worden, die Lebenshilfe Bruck-Kapfenberg. Ja. Und deswegen sind wir da. Jetzt haben wir eine Kartenübergabe gehabt. Ja. Und? Und das Fotoshooting. Und der Fotoshooting. Wir bedanken uns ganz offiziell und ganz herzlich beim Strapek Wolfgang, dass uns das zweite Mal, vorher gesagt, das haben wir ja schon gemacht, Karten zur Verfügung stellt, damit wir unsere Bewohner, unsere Mitmenschen einfach auf dem Red Bull Ring mitführen dürfen und einfach das Fahrerlagerleben erleben dürfen. Gleich können sie zu uns in die Box kommen, sie können fragen, sie können mit Fahrerin, Giacomo Agostini kommt höchstwahrscheinlich wieder auf ein Autogramm und vielleicht auch zusammenstellen, ein Foto machen. Ist einfach nur ein ganz Highlight im Leben für unsere Mitbewohner und Mitmenschen der Lebenshilfe. Holz. Reich ist unser Land gesegnet mit diesem Rohstoff. Und was man daraus alles machen kann, man ist immer wieder von Neuem erstaunt. Anlässlich der Ferienpass-Aktionen stößt man auch auf eine Gruppe von jungen Leuten, die sich besonders intensiv mit dieser Materie beschäftigen. Was man aus Holz alles machen kann, ist manchmal augenscheinlich. Aber hier zum Beispiel beim Ferienpass in Bruck an der Mur etwas Besonderes. Es macht neugierig. Ja, wir machen heute zum Beispiel verschiedenste Sachen, so wie Ohrringe, Halsketten, Ringe aus Holz, schon mit Untergrund aus Metall. Der Ring ist aus Metall und da wird der Holzschmuckstein draufgelegt. Es ist natürlich alles Holz, was nicht vom Baum runtergenommen wird, sondern es sind alles Restbestände, die abgeschnitten oder abgefallen sind. Die werden dann zu Scheiben oder Vierecken verarbeitet und dann wird es einfach dazu verarbeitet, einfach nur geschliffen, poliert und dann hinaufgeklebt. Und die Jungen, die hier bereits am Werk sind, ein Schmuckstück zu erzeugen, vielleicht für einen der Verwandten oder Bekannten, eine schöne Sache. Wie stellen sich die Kinder denn an? Na, die Kinder sind super bei der Arbeit dabei. Erstens einmal macht es Spaß. Schmuck ist immer interessant für Mädchen. Und es ist besonders für mich eine Freude, dass mit Holz trotzdem auch Schmuck gemacht wird. Das ist für mich eine ganz besondere Freude, da für mich der Wald das Wichtigste ist, um eben zu leben. Und deswegen brauchen wir das auch, dass wir die Rohstoffe aus der Natur in die Natur wieder zurückbringen. Eine junge Künstlerin, kann man sagen, was hast du zu Wege gebracht? Es macht Spaß und man kann einfach was machen, was aus der Natur ist. Was hast denn du gemacht? Ich habe einen Ring gemacht, einen Würfel, eine Kiste, Ohrringe und einen Schlüsselanhänger. Wie sieht es denn mit der Kreativität überhaupt darauf aus mit den jungen Leuten? Ja, sehr gut. Also die Mädchen sind sowieso sehr kreativ und dann sind schon vorgegebene Teile, die man dann verarbeiten kann. Wir haben eine Holzkiste gebaut, die ist schon fertig vorpräpariert. Dann ist es nicht mehr so schwer, aus diesem Ding eine tolle Schmuckkiste zu machen. Aber jederzeit zu bestaunen? Natürlich. Es wird dann, wenn es fertig ist, das Endprodukt ist sicher ausstellbar. Und was müssen die Leute nun zahlen, wenn sie an diesem Workshop, nennen wir es so, teilnehmen wollen? Ich bin froh, dass es heuer kostenlos ist. Also der Workshop ist heuer von der Stadtgemeinde finanziert und das ist natürlich eine ganz besondere Freude für mich, dass die Eltern nichts mehr für die Kinder für das bezahlen müssen, dass die Kinder mit nur Materialien arbeiten können. Dann kann man nur sagen, toi 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 weiterhin. Dankeschön. Und großes Lob für alle, die sich an dieser Aktion beteiligen. Ja, das finde ich auch. Holz lässt sich formen, Holz lässt sich gerne ansehen, Holz ist einfach ein Knüller. Und so auch hier in Bruck an der Mur. Und die jungen Leute haben natürlich auch etwas im Petto. Sie machen ihren Schmuck aus Holz für die Oma, für die Tante und so weiter. Das Bild aus aller Welt,
Das Bild aus dem nahen Umfeld, das Bild als aussagekräftiges Instrument, um Emotionen und Erinnerungen hervorzurufen. Anlässlich des Ferienpasses hat die Stadt Bruck an der Mur die Möglichkeit gegeben, auch die Bilddramaturgie näher zu beleuchten. Wir betreiben die Fotografie, aber großteils in einem künstlerischen Sinne. Also wir sind eine Gruppe mit mehreren Leuten, die künstlerische Fotografie betreibt oder bildmäßige Fotografie, die es ja von der Naturfront schon länger her gibt. Und das Ziel sind eben ansprechende Bilder mit gewissen Hintergründen, auch mit gedanklichen Hintergründen und so weiter. Jetzt die Fotografie. Wie hoch ist das Interesse und wie hoch ist der Erfolg, wenn Leute in einem solchen Seminar teilnehmen? Das Interesse ist in Zeit der Handyfotografie ungebrochen. Also jetzt hat praktisch an jeder in ein Fotobad eingesteckt, nicht auf die Ordnung. Also ich kann mit dem Handy alles machen, was ich mir denke. Aber der Erfolg, wie das dann weitergeht, also es wird praktisch fast kein Bild mehr ausgedruckt. Also man hat alles auf WhatsApp und so weiter und man kann das herzeigen und so, aber es druckt keiner mehr ein Bild aus. Wir machen doch vorweise noch Fotos. Also bei uns wird noch ein Bild aufgelegt, aber die Jugend, da sieht man kaum ein Foto, vielleicht ein Fotobuch, oder? Jetzt die Frage, die Teilnehmer haben die Möglichkeit, eben daran teilzunehmen, im wahrsten Sinn des Wortes. Wie läuft denn das heute ab? Ja, wir haben zum Beispiel den Empfang, ganz kurz, wir werden begrüßen, ein kleines Statement abgeben, ein paar Worte, was wir gern machen würden heute. Es wird ein Thema vergeben und dann fahren wir von hier in die Stadt. Wir haben ein paar Leute, Betreuer, also jeder nimmt sich dann oder fragt, wer fährt mit wem mit. Wir fahren in die Stadt und fotografieren. Danach kommen wir wieder hierher, gibt es eine Jause und wir werden dann die Bilder, die gemacht wurden, werden wir dann besprechen. Also damit ein wirklich daraus, damit man sieht, was geworden ist. Also es soll ja jeder ein Ergebnis haben von heute. Womit fangen wir jetzt an, damit wir einmal ein Beispiel setzen können? Mit einem Thema. Ich will heute von den Kindern haben, unser schrilles Bruck. Ich will in die Stadt gehen und was fällt den Kindern auf, wenn sie mit ihren Handy oder im Fotoapparat dorthin gehen. Welche Eindrücke haben Sie und wie wollen Sie diese umsetzen? Wie wollen Sie diese auffangen und uns zeigen? Die technische Umsetzung solcher Wünsche ist etwas anderes. Die Technik muss man perfekt beherrschen, um auch wirklich gute Bilder zu machen. Ja, es ist gut, wenn man seine Kamera und besser gesagt jetzt auch das andere Medium beherrscht. Also man muss das Werkzeug beherrschen, das ist einmal klar. Aber es gibt dann Dinge von Schärfe und so weiter, eben Bildausschnitt, heller, dunkler und so weiter, das kann man den Kindern beibringen. Nicht? Also die gröbsten Fehler sind einem unscharfe Bilder, was niemand mag, aber man kann das schon mal sagen, also ich muss einmal gerade fotografieren und so weiter oder eben es ist in eine andere Richtung, architekturlich oder Porträt, das sind andere Parameter. Da wird ja sehr viel getan und man kann eigentlich nur noch einen Aufruf starten und sagen, also dieser Club oder wie immer sie sich nennen, braucht Mitglieder, Nachwuchs, wichtig für die Zukunft. Ja, darum gibt es ja auch den Ferienpass. Es ist ja irgendwann einmal ins Leben gerufen worden, dass die Vereine, die ja, wir werden ja nicht jünger, wir werden alle älter und Vereine kämpfen ja alle mit Nachwuchs. Vor allem dann in dem Bereich, wo dann die Leute schon 50, 60, 70 und so weiter werden. Wir hoffen, dass aus dem Ferienpass dann irgendwann einmal jemand sagt, halt, ich war da vor 30 Jahren oder 40 Jahren beim Fotoclub, wenn es den noch gibt, gehe jetzt hin. Jetzt habe ich Zeit, vielleicht dann bin ich in Pension. Aber es wäre auch schön, wenn wir junge Leute bekommen würden, die in die Richtung gehen, Fotografie. Ich weiß, es gibt Leute in der Gegend, die fotografieren, auch Jugendliche, aber die trauen sich eben nicht so in einen Bereich hinein, wo relativ ältere Leute sind. Das ist in jedem Verein so. Das ist eben die Hemmschwelle da der Generationen. Jetzt ist es ja so, dass ein Bild ja auch Erinnerungen weckt. Gerade bei Familienalben ist es ja sehr stark vertreten. Gibt es das heute noch, dass man zu Geburtstagsfeiern oder zu Namenstagen oder anderen Tagen hinkommt und sagt, ich will fotografieren nach der traditionellen
Methode? Ich denke schon. Ich habe jetzt vor kurzem einmal mit jemandem gesprochen, war auch eine größere Geburtstagsfeier, da ist er wohl fotografiert worden. Auch Jugendliche haben fotografiert. Aber nur eben das Endprodukt ist jetzt etwas anderes. Vielleicht ein Fotobuch, aber es werden trotzdem Fotos gemacht wie früher. Also immer wieder. Und auch die Erinnerung. Ich sage oft manchmal schon jetzt, das jetzige Foto ist vielleicht nicht so viel wert. Aber schau das Bild in 20, 30, 40 Jahren an. Dann weinst du. Also das sind Sachen, die kann man nicht mehr zurückholen. Das sind Erinnerungen, die wirst du nie mehr vergessen. Oder vielleicht, wenn man das Bild anschaut, ist es wieder da. Und nehmen wir doch den aussagekräftigen Spruch her. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Der Film vermittelt Traumwelt. Der Film vermittelt Wahrheiten. Der Film vermittelt auch Lügen. Aber der Film ist dominierend. Nun, bislang ist man damit ausgekommen, die Trends zu verfolgen, digital und dergleichen. Jetzt ist man so weit, dass man wieder zurück will. Man kann sagen, die Vergangenheit bringt die Zukunft. Das ist der chemische Film, der also wieder aktuell wird, und zwar nicht nur aus Frankreich heraus, sondern er kommt aus Amerika. Die Anregung ging von Super 8 aus. Eastman hat gesagt, wir haben noch so viel Material vorhanden, dass wir mit Super 8 wieder beginnen wollen. Und dazu gekommen ist, dass die amerikanischen Hochschulen verlangen, ihre Diplomarbeit auf Super 8 zu machen und dann erst aufzublasen. 35 cm ist nicht mehr in. 35 ist zu teuer und auch die Lagerung und das Verschicken ist zu teuer. Während Super 8 sich noch rentiert, verloren hat Normal 8, verloren hat aber auch 9,5 das französische System, das in der Mitte die Perforierung hat. Daher meine Bitte, nicht solche Filme wegschmeißen, weil man glaubt, die sind kaputt, sondern das ist ganz hochwertiges Material, 1930, 1928. Hat auch einen hohen Dokumentationswert. Richtig, wir haben in München zum ersten Mal eine Maschine jetzt umgestellt auf 9,5 und die Franzosen sind total verrückt, dass wir uns das in Österreich und in München gemacht haben, weil die Franzosen haben dem keine Bedeutung mehr zugemessen. Die Frage ist natürlich immer, ist das, was einmal billig war, noch zu teuer? Billig war der chemische Film nie, weil allein das ganze Know-how von Beginn weg entwickeln und. Auch Verluste. Im Filmclub haben wir 3 große Spielfilme müssen wieder abschreiben, weil wir Farbbatzen drinnen hatten. Und damit keine Wiederholung mehr möglich ist. Es geht dann nicht mehr an, einfach eine Rolle noch einmal neu zu befilmen. Das geht nicht. Und daher ist also wichtig, dass wir schon Normal 8, Super 8, 9,5 im Hinterkopf haben. 16 mm als Dokumentation fällt auch weg. Aber das Digitalisieren nachher ist eine Leichtigkeit. Für jeden machbar. Jetzt kann man sagen, die Amerikaner sind wieder im Vormarsch mit ihrer Idee. Wie schaut es denn mit Österreich aus? Ja, hier ist die Nobelpreisträgerin Jelinek Vorreiterin, die also ihren Film, den in Neuberg gedreht wurde, unbedingt auf Super 8 haben wollte. Aber plötzlich ihre Kameraleute gesagt haben, ja, unsere Kamera ist kaputt. Anruf dann bei der Filmakademie, sagt ihr, da kann auch nur der Agat oder was ich, der Filmclub Kapfenberg helfen, weil die haben noch alles. Und so war es auch. Dann ist sie vor der Haustür gestanden, haben wir 2 Kameras mitgegeben, haben wir das ganze Know-how auch noch mitgegeben, aber sie hat kein einziges Wort für Danke gesagt. Interessanterweise, dass der Film momentan internationale Preise abräumt, aber wir nie den Film zu Gesicht bekommen haben. Was natürlich auch eine Frage nach sich zieht, solche Filme müssen eben hergestellt werden, solche Filme müssen gedreht werden und solche Filme sollen natürlich auch an den Mann gebracht werden, an den Zuseher. Gibt es in Österreich genug Interessenten? Richtig. Wir sind froh, dass wir die Filmkommission haben, also Filmcommission und auch Luxemburg, die sehr daran interessiert sind, dass wir die alten Sachen aufarbeiten. Allein vom Amateurbereich her haben wir an die, ich kann es nicht genau sagen, aber tausende Meter Film
übertragen bekommen, digitalisiert bekommen. Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland war Vorreiter dafür. Man glaubt es kaum. Die Steiermark zieht hinten nach. Wir in Kapfenberg, mein privates Archiv ist natürlich bestens gefüllt. Kapfenberg, Bruckner der Mur haben sich auch dafür entschieden, solche Dokumentationen digital jedem zugänglich zu machen. Dann kann man sagen, man darf gespannt sein, was aus der Vergangenheit für die Zukunft wird. Ich zum Beispiel, mein letzter Film, den ich in Wien am Naschmarkt gefunden habe, ist eine Kassette gewesen, Kapfenberg, draufgestanden 1931. Natürlich habe ich das sofort gekauft und man sieht da, es ist das erste Skispringen in Kapfenberg im Jahre 1931 mitgefilmt worden. Wunderschöne, gute Aufnahmen und ich werde es Mitte September dann im Filmclub zeigen beim historischen Abend. Also Sie haben gehört, es gibt Interessantes im Herbst des heurigen Jahres. Ja, wir werden also nicht nur das 27. Eisenbahnfestival auf Wunsch von halb Europa machen, aber auch noch die internationalen Filme und die steirischen Filme. Freihalten bitte Mitte September steirische Filme aus den 30er Jahren. Der Bauernball im Volkshaus Langenwang war die erste gemeinsame Veranstaltung der vier Bauernbund-Ortsgruppen Spital am Semmering, Gans, Langenwang und Mürzzuschlag. Im Namen unserer Marktgemeinde Langenwang darf ich mich natürlich bei unseren Bauern sehr, sehr herzlich bedanken, dass sie erstmalig den Bauernball in unserer Marktgemeinde durchführen. Und unser Volkshaus, Sie wissen es ja, ist ein wunderschönes Gebäude und dadurch sind wir sehr stolz, dass heuer erstmalig dieser Bauernball durchgeführt wird. Herr Obmann, welche Bedeutung hat so ein Ball für die ländliche Bevölkerung? Ja, ich glaube, es ist Tradition, dass man in der Faschingszeit, in der Ballzeit auf Bälle geht und heute halt ein bisschen lustig ist und sich unterhält, auch Berufskollegen trifft. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Eröffnet wurde der Bauernball mit einer Bolognese der Landjugend. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die fünf Steirer. Kommen die Jugendlichen, die heute bei der Bolognese mittanzen? Das sind ausschließlich Landjugendliche aus dem Bezirk Mürzzuschlag. Ich bin ganz stolz darauf, auf die Jugend hinter mir, weil ich die Bezirksleiterin vom Bezirk Mürzzuschlag bin. Und es ist natürlich erfreulich für mich, dass so viele Ortsgruppen da vertreten sind, um den Bauern vom Bauern, also den Besuchern vom Bauernball eine tolle Bolognese zu präsentieren. Wir Bauern wollen auch in der Bevölkerung, in der Gesellschaft präsent sein und darum versuchen wir einen Ball gemeinsam zu machen, um das Zusammengehörigkeitsgefühl der verschiedenen unserer vier Ortsgruppen eigentlich zu stärken. Traditionelle Trachtenbekleidung unterscheidet den Ball der Bauernschaft von anderen Ballveranstaltungen. Ihr tanzt heute bei der Bolognese mit. Wie gern tragt sie eigentlich ein Dirndl? Also ich ziehe es immer wieder gern an. Mir gefällt es einfach gut. Ja, ich ziehe es auch gern an und man ist immer passend angezogen bei irgendwelchen steirischen Sachen. Ihr tragt eine Tracht. Wie wohl fühlt ihr euch dabei? Naja, früher muss man sagen, hat man es nicht allzu gern angezogen, aber mittlerweile zieht man es schon immer lieber, weil auch andere die Fremde anziehen und es schaut auch recht gut aus. Ja, kann mich nur deine Aussage anschließen. Sie schaut flott aus. Ich gehe auch gern fort mit dir. Dann liebst du noch die ganze kurze. Oh,
Neben Musik und Tanz sowie kulinarischen Schmankerln der Bäuerinnen gab es für die Besucher noch ein Chatspiel, den Glückshafen, Wein- und Schnapsbar und eine Disco. Der Bauernball war ein gemütliches, gesellschaftliches Ereignis in angenehmer Atmosphäre. Prominenz war zum heurigen Stadtball veranstaltet von der Stadtorganisation der SPÖ Bruck zahlreich erschienen. Auch viele Besucher, die das Tanzbein wieder einmal so richtig in Position bringen wollten, waren vertreten. Dieser traditionelle Ball in Bruck an der Mur war sicher einer der Höhepunkte der heurigen Ballsaison. Johann Strassecker, wie schwierig ist es eigentlich, so einen klassischen Ball und traditionsreichen Ball wie den Brucker Stadtball zu organisieren? Ja, eigentlich ist es nicht schwierig, nachdem jetzt schon Routine eingekehrt ist. Wir machen ja den Stadtball bereits heuer das fünfte Mal. Wir haben ein tolles Team, rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und da läuft es wie von selbst, und wir freuen uns, dass wir diesmal wieder wirklich von den Sitzplätzen her total ausverkauft sind, schon seit 2 Wochen, und es wird ein wirklich toller Ball am heutigen Abend wieder werden, und die Leute werden sicher begeistert nach Hause gehen. Es war ein gediegenes Ballereignis, stimmungsvoll, und vor allem, man konnte bei einem fantastischen Programm gemütlich feiern. Das Josef Haydn Orchester, dirigiert von Musikschuldirektor Hans Kügel persönlich, die internationale Tanz- und Showband Night Fever, die Janissins, das Jazz Lounge Quartett und DJ Sabrina. Und auch die frisch gebackene Miss Styria 2010 gab dem traditionellen Ball die Ehre. Tamara Beck, nach 10 Tagen ihres Erfolges zur Miss Styria hier in den Brucker Kultursaal zurückgekehrt. Wie geht's Ihnen nach diesen 10 Tagen? Ja, mir geht's sehr gut. Und schon sehr viele Rückmeldungen bekommen. Deshalb. Ein Ball hat es ja so an sich, dass man gerne tanzt. Jetzt weiß man ja, dass Sie klassisches Ballett tanzen. Tanzen Sie anderes auch? Schon, aber eher mehr Ballett. Dem Hausherrn und Bürgermeister von Bruck machte es sichtlich Freude, neben viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft auch die Kapfenberger Bürgermeisterin Brigitte Schwarz und Landeshauptmann-Stellvertreter Sigi Schrittwieser begrüßen zu können. Ballvergnügen hat in Bruck an der Mur halt einmal einen Namen, Brucker Stadtball. Und da wird man sogar von den Stadtoberhäuptern selbst bedient. Der 5. Stadtball. Wir sind heute ausverkauft, also das Haus ist bummvoll. Es ist wirklich eine Einmaligkeit, nämlich im ersten Teil des Stadtballs spielt das Josef Haydn Orchester, und hier gibt es in der Steiermark außer der Opernredoute ja nichts Gleichwertiges. Dann Night Fever, also eine tolle Tanzshowband. Es wird sicherlich eine rauschende Ballnacht, und wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Bemühungen auch von den Gästen und von den Besuchern anerkannt werden. Es ist eine tolle Geschichte. Zu einem Ball gehören natürlich auch die richtigen Tänze. Was ist eigentlich der Lieblingstanz des Brucker Bürgermeisters? Also ich habe alles getanzt, was nur möglich ist zu tanzen. Jetzt halte ich mich ein bisschen zurück. Seit meiner Skiverletzung geht es halt nicht mehr so mit meinen Knien. Aber trotzdem, zuschauen sehr gerne, Decke stehen noch lieber und vielleicht den einen oder anderen Tanz auch. Mit dem Brucker Stadtball stand eine bezaubernde Ballnacht am Programm der Balltiger, und viele von ihnen sah man erst in den frühen Morgenstunden nach Hause tigern. Das ist schon fast zu spät.
Liebe, Lust, Leidenschaft war in diesem Jahr das Thema des 4. Altenpflegekongresses in der Kornmesserstadt. Der Altenpflegekongress an und für sich ist ja ein Thema, oder dort werden Themen behandelt, die wir dringend behandeln müssen, nämlich in erster Linie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, egal wo sie in diesem schönen, aber schwierigen Beruf tätig sind. Wir entscheiden uns immer für die Themen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, aber die wirklich im Interesse von sehr vielen sind. Und Liebe, Lust und Leidenschaft, das ist ein Thema, das sind Dinge, das sind Gefühle, mit denen man alles machen kann, mit denen kann man auch Kongresse organisieren, mit denen sollte man arbeiten, also das sind Dinge, die uns auch begleiten sollten. Was ich besonders betonen möchte und mich freue darüber, dass heute ein Tabuthema angesprochen wird, nämlich die Sexualität, die Zuneigung, die persönlichen Berührung im Alter. Das ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft noch nicht öffentlich diskutiert wird, obwohl es vorhanden ist. Und daher glaube ich, sollte dieser Kongress das heute öffnen. Hochkarätige Vortragende präsentierten ihr Wissen und ihre Erfahrungen rund um das sensible Tabuthema Sexualität im Alter und standen den 400 begeisterten Besuchern bei der Podiumsdiskussion Rede und Antwort. Gibt extra genitale Orgasmen? Was man so alles anstellen kann, um einen Mann freundlich zu unterhalten, ohne sich wahnsinnig zu verausgaben. Wir definieren Geschlecht, sagt alles, wo Körpersäfte ausgetauscht werden. Geschlechtsakt, unabhängig von der geschlechtlichen Orientierung. Aber das ist auch nur eine rudimentäre Definition. Das ist das Schaffen von infrastrukturellen Bedingungen in Heimen, in Räumen. Es ist angeklungen, ein Zimmer mit Bitte nicht stören. Warum ist es in der heutigen Zeit ein Tabuthema? Warum redet man nicht offen darüber, so wie es heute hier fabriziert wird? Wahrscheinlich, weil man Angst davor hat. Sie müssen sich das einmal so vorstellen, oder machen wir es anders, stellen Sie sich Ihre eigenen Eltern im Bett vor. Und die erwischen wir dann, onanieren, kopulieren. Das ist eine derartige Überforderung unserer, möchte ich mal sagen, sowohl kognitiven wie auch wie affektiven Möglichkeiten, dass wir schon sehr zum Kiefeln daran haben, um es wienerisch auszudrücken. Mit dem hohen Niveau des inhaltlichen Angebotes, innovativen Ansätzen und neuen Ideen bewies der SAV Bruck einmal mehr seine Vorreiterrolle im Bereich der Aus- und Weiterbildung im Pflegebereich. Ich muss sagen, als ich hier heute Morgen ankam, ich bin sehr beeindruckt, wie herzlich dieser Kongress organisiert ist. Es sind ja 400 Menschen da, aber ich habe das Gefühl, dass man sehr individuell hier sein kann und das finde ich für eine so große Institution außergewöhnlich. Gerade im Bereich der Fort- und Weiterbildung ist der Sozialhilfeverband Bruck an der Mohr ein Vorreiter. Das Engagement des Sozialhilfeverbunds Bruck ist hervorragend und das sage ich, ohne jetzt irgendwelche Bauchpinselei hier machen zu wollen. Eines wurde an diesem informativen und lehrreichen Tag klar: Alter schützt nicht vor Liebe. Einen Meilenstein in Sachen Familienpolitik hat man im BBAZ Kapfenberg seitens der flexiblen Ganztagsbetreuung für Kinder der BBAZ-Mitarbeiter initiiert. Durch diese flexible Betreuung wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Beschäftigten verbessert. Gute und unkomplizierte Möglichkeiten der Kinderbetreuung erhöhen zudem die berufliche Chancengleichheit von Müttern und Vätern. Ein Vorzeigeprojekt, das auch steiermarkweit umsetzbar wäre. Das ist es, vorbildlich vorbereitet und ist wirklich beispielgebend, dass Betriebe hier die Verantwortung übernehmen, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimale Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, damit die Familie und Beruf vereinbaren können. Und auf jeden Fall soll das Kind im Mittelpunkt stehen, also dass hier wirklich eine qualitätsvolle Art der Betreuung und der Kinderbildung geboten wird. Also wirklich hervorragend umgesetzt und es entsteht dadurch eine absolute Win-Win-Situation für alle.
alle Beteiligten. Warum glauben Sie, ist es dem BBAZ so wichtig, dass die Mütter auf schnellstmöglichem Weg nach der Karenz wieder zurück in den Betrieb kommen? Ja, eine Beständigkeit des Personalstandes ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines Betriebes, weil man hat ja bei jeder Mitarbeiterin, bei jedem Mitarbeiter Einschulungskosten und wenn sich einmal jemand eingearbeitet hat, dann soll er oder sie auch im Betrieb verbleiben, lange verbleiben. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das heißt, es ist auch betriebswirtschaftlich sinnvoll, in die Kinderbildung und Betreuung zu investieren. Und das unterstützt das Land natürlich auch sehr, sehr gerne. Und ich freue mich, dass das BBAZ diese Möglichkeit auch erkannt hat und auch den Nutzen, auch den betriebswirtschaftlichen Nutzen erkannt hat. Und mögen viele diesem Beispiel folgen. Die Tagesmutter stellt die Volkshilfe, bei der auch die An- und Abmeldung erfolgt. Eine Zusammenarbeit des BBAZ mit der Volkshilfe und dem Land Steiermark fiel auf fruchtbaren Boden, zumal sich auch andere Firmen für dieses Modell bereits interessieren. Ein Projekt mit Zukunftsperspektive. Wir sind ein modernes Dienstleistungs- und Sozialunternehmen. Mittlerweile haben wir am Standort Kapfenberg 145 Personen beschäftigt. Sehr viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sehr viele junge Mütter und Väter. Und der Bedarf war einfach da und wir haben uns als Unternehmen dann überlegt, wie können wir es schaffen, unsere Mitarbeiterinnen auch weiterhin zufrieden bei uns arbeiten zu lassen. Und da war ein ganz wichtiger Bestandteil dabei, eine Betriebstagesmutter bei uns zu beschäftigen und jetzt bis zu 5 Kinder bei uns direkt vor Ort zu betreuen. Wieder am Ball. Wie erklärt sich dieses Motto in Bezug auf dieses Modell? Ja, das gilt nicht nur für unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen in unseren Kursmaßnahmen, beruflich wieder am Ball zu sein, sondern natürlich auch für und da sind es vor allem zurzeit noch Frauen, die aus der Babypause heraus dann wieder sehr rasch bei uns anfangen, Gott sei Dank, und dann wieder beruflich am Ball sein können.